Handelsinfo aus der Gmoor. Hallo wieder miteinander, Handelsinfo aus der Gmoor, Mai-Ausgabe. Als allererstes hat sich die Sabine Ferstl vorgestellt. Sie unterstützt seit 1.4. das Steueramt in Stammheim. Als nächstes gleich hat sich unser gemeindlicher Jugendpfleger vorgestellt, der Robert Zacherl. Den teilen wir uns ja mit Dengendorf, also mir 40%, Dengendorf 60%. Und der möchte halt die gemeindliche Jugendarbeit nach vorne bringen. Der macht jetzt erst einmal Bildvorlage, hat aber halt schon ein paar Ideen vorgestellt, was er so alles machen könnte. Und er wird wieder in den Gemeinderat kommen und vorstellen, was man denn da machen kann. Thema gemeindliche Jugendarbeit. Ja, dann bedanken wir uns an der Stelle gleich mal bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Die haben diese Woche einen Kicker übergeben für den Jugendraum. Und unser Jugendbeauftragter, der Daniel Huber, hat gesagt, also wenn sich andere Firmen diesem Beispiel anschließen möchten, der hätte noch ein paar ganz gute Ideen, was bei dem für den Jugendraum alles so brauchen kann. Also wenn ihr irgendwie in Stammheim da was sponsern möchtet als Firma, gerne bei uns melden. Das Thema Wärmenetz haben wir ja schon ein paar Mal in der Runde da angesprochen. Da haben wir jetzt den Förderbescheid erhalten. Also wir könnten bis zu 792.000 Euro Fördergeld abschöpfen. Und das sind dann so verschiedene Module, wo das durchlaufen muss. Im ersten Moment machen wir jetzt eine Machbarkeitsstudie. Diese Machbarkeitsstudie wurde heute vergeben an die Firma Gammel Engineering. Die wird 54.000 Euro kosten, aber aus diesem Fördertopf wird es schon mit 50% bezuschusst. Und da schauen wir jetzt erst einmal, was wäre denn in Stammheim da möglich. Thema Baugebiet. Wir haben wieder einen Platz ausgeschrieben im Baugebiet Nordwest 4. Das ist die Mozartstraße 22. Wenn ihr da Interesse habt, der Quadratmeter soll 520 Euro plus knapp 40 Euro Erschließung kosten. Alle Infos auf der Gemeinde-Homepage ab morgen. Und bis zum 28.06. geht die Bewerbungsfrist. Dann noch ein interessantes Thema, Ausbau Radweg nach Scheldorf. Einige werden sich erinnern, wir haben das vor 3 Jahren schon mal auf dem Plan gehabt und da ist es darum gegangen, ja, der Weg war total zugewachsen, nicht mehr richtig zum Nutzen und wir müssen ihn herrichten. Und dann wurde damals viel diskutiert, ja, den wir noch teeren, dann haben wir unsere Ruhe, das ist nachhaltig und passt. Aber das Problem war, da waren wir ziemlich alleine auf die Kosten hocken geblieben, weil wir hätten keine Förderung beantragen können. Wenn es den Weg willst, wenn es eine Förderung willst, dann musst du gewisse Kriterien einhalten. Unter anderem eine gewisse Breite und einen gewissen Abstand zur normalen Kfz-Fahrbahn oder zur Straßenfahrbahn. Das hätte bedeutet, dass wir den Weg nach außen schimmern müssen, das bestehende Fundament hätte nicht mehr gepasst und wir hätten von den Waldbesitzern an der ganzen Strecke entlang einen Meter Grund kaufen müssen. Also utopisch für uns da zum Stemmen. Wahnsinn. Ja, jetzt hat es aber so ein bisschen auf Drängen der Nachbargemeinden der Landkreis aufgebracht und gesagt, ja, das wäre ein wichtiger Netzschluss, wenn man das von Stammheim darüber teilen könnte und er würde sich an den Kosten beteiligen und da war es einfach nur ein Stück Schotter runterkratzen und da saubere Asphaltschicht drauflegen. Das kostet immer noch einen Haufen Geld, aber der Landkreis hat sich so 60% beteiligen und wir brauchen einen Grunderwerb und so weiter und so fort. Wir haben das ein bisschen als einmalige Chance gesehen. Es bleiben immer noch ca. 61.000 Euro an uns hängen. Aber den größeren Teil übernimmt eben der Landkreis. Und wenn man jetzt sieht, das letzte Mal hat 17.000 Euro gekostet und das war ja eine immer wiederkehrende Maßnahme, also ist wahrscheinlich doch das die bessere Version und das wurde heute so beschlossen. Wir haben seit der letzten Gemeinderatssitzung haben wir 2 Bauausschusssitzungen gehabt. Normalerweise erzähle ich da nicht viel, weil da geht es ja bloß darum, wenn einer einen Herrn zahlen will und da Genehmigung braucht oder sowas, was jetzt nicht die breite Masse interessiert. Aber 2 Punkte waren drauf, die euch interessieren könnten, vor allem wenn ihr ein bisschen was aufgeschnappt habt. Einmal ist ums Gasthaus Lukas gegangen, der die Gaststättenfläche reduzieren möchte. Was heißt das? Also der hat ja nach wie vor die Genehmigung, dass er drin eine Wirtschaft betreiben kann. Aber er macht halt auch in den Bereichen, wo mit der Wirtschaft nichts zu tun haben, halt hat er Wohnungen drin. Und jetzt haben die Parkplätze nicht ausgereicht. Jetzt hat er einen Antrag gestellt, dass quasi die Gasfläche reduziert wird. Aber sollte jemals wieder ein Wirt reinkommen, dann sind wir eigentlich nichts ändern zuvor, weil da war noch der komplette obere Stock war mit als Gaststättenfläche gemeldet und das hat jetzt einfach reduziert, was sowieso keine Wirtschaft mehr war seit 1991. Und also jetzt ist das wieder Grotzung, der konnte das aus die Bereiche, wo er Wohnungen hat, nutzen und er könnte, wenn er einen Wirt findet, auch wieder die Wirtschaft eröffnen. Schauen wir mal, was da kommt.
Und in Appenzeller im Dorf, quasi an der Hauptstraße, da ist von einem älteren Anwesen die Anfrage da gewesen. Das war kein richtiger Bauantrag, sondern glaube ich eine Voranfrage, ob da 4 Doppelhäuser drin entstehen könnten. Wir haben das angeschaut und die Zahlen überprüft. Ja, es ist dann schon eng bebaut. Aber die Quadratmeter und so wird alles eingehalten und somit haben wir quasi gar keine andere Wahl gehabt, als zuzustimmen, weil sonst war ja, wenn wir es abgelehnt hätten, hätte es das Landratsamt ersetzt. Bloß, dass Sie wissen, da kann sich mittelfristig der Ortskern von Appenzeller schon etwas verändern. Dann Thema Glasfaser. Also aktuell sind 192 Anschlüsse fertiggestellt. Solltet ihr jedoch Probleme haben. Wir haben ja als Gemeinderat lange dafür gekämpft, dass wir da so eine Art Notrufnummern kriegen. Das blende ich euch ein und ich schicke es auch nochmal vorher in die entsprechenden Gruppen rein. Wenn irgendwas ist, für das haben wir dafür gekämpft, nehmt es, ruft es an, macht Rabatz, dass ihr zu dem Zeit kommt, was ihr auch bezahlt, wenn da was irgendwas nicht richtig läuft. Am 22.05. findet in der Gemeinde ein Handykurs für ältere Mitmenschen statt, wenn da jemand Interesse hat. Dann waren Probleme mit den Straßenlampen entstanden die letzten Wochen. Firma Bayernwerk hat jetzt da gesucht und haben es anscheinend gefunden. Da war ein Kabelfehler, der ist mittlerweile behoben. Jetzt sollten wieder alle laufen. Und die Martinschützen Westerhofen veranstalten wieder ein Bürgerschießen. Das Ganze ist vom 4.6. bis zum 21.6. Wenn Sie da Interesse habt, gerne teilnehmen. Ja, das war schon wieder von Anders Info aus Dagmar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Anderl. Merci. Servus.